So, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Stiftung Entrepreneurship. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Wir sind natürlich äußerst glücklich, dass Sie in so zahlreicher Form hier den Weg zu uns gefunden haben und diese Veranstaltung heute, diese für uns wichtige Veranstaltung, mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ich darf zunächst mal uns vorstellen. Mein Name ist Klaus Weidner, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Entrepreneurship von Herrn Faltin. Herrn Faltin vorzustellen, das kann ich, glaube ich, ganz kurz machen. Sie alle kennen ihn vermutlich, haben ihn gehört, haben gelesen seine Bücher. Professor Faltin ist seit über 30 Jahren als Hochschullehrer international unterwegs, war lange an der Freien Universität. Er ist gleichzeitig auch Unternehmer. Die Kampagne, wissen Sie, rat zu trinken, verschiedene andere Unternehmen. Neben ihm sitzt unser Moderator des heutigen Abends, Sigmar Moosdorf. Sigmar Moosdorf war von 1990 bis 2002 im Deutschen Bundestag. Er war mein Bundestagsabgeordneter im Raum Esslingen in Süddeutschland. Er hat die erste Wahlperiode über die Liste der SPD damals geschafft und die zweite Wahlperiode hat er die Direktwahl in einem konservativen Kreis, Esslingen ist ein relativ konservativer Kreis, mit 48% damals gewonnen gegen den Pressesprecher und Regierungssprecher Hauser von Kohl. Die Folge war dann, dass er anschließend ins Wirtschaftsministerium wechselte als parlamentarischer Staatssekretär und dort 4 Jahre war, von 1998 bis 2002. Danach, als dann die Regierung Schröder zu Ende war, ist er in die Wirtschaft gewechselt und ist heute Partner von einer weltweit internationalen Beratungsgesellschaft. Sigmar Moosdorf war natürlich in seiner Zeit als parlamentarischer Staatssekretär sowohl verantwortlich für die Davids als auch für die Goliaths. Und insofern prädestiniert heute Abend hier zu diesem Thema die Moderation zu übernehmen. David gegen Goliath. Bei jedem von Ihnen entsteht jetzt ein Bild, gehe ich mal von aus. Und zwar ein Bild, das weit zurückgeht in unsere Jugend, als man uns diese Geschichte erzählt hat. Und damals war diese Geschichte auch schon über hunderte von Jahren überliefert. Was hat diese Geschichte so spannend gemacht? Eigentlich die Tatsache, dass wir alle eigentlich wissen, dass normalerweise der Große, der Riese gewinnt und wir Kleinen keine Chance haben. Und hier hat sich plötzlich die Geschichte umgedreht. Der kleine David hat den großen Goliath besiegt. Und wie hat er das gemacht? Indem er eben nicht die Waffen von Goliath benutzt hat, sondern sich seine eigenen Gedanken gemacht hat. Seine eigenen Waffen, seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Mittel. Und das ist genau unser Thema heute Abend. Darum geht es. Welche Mittel, welche Instrumente, welche Waffen haben wir Kleinen in der Hand, um im Konzert der Großen mitzusprechen und sogar zu gewinnen? Das ist die Frage und damit gebe ich das Wort weiter an Sigmar Moosdorf. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, lieber Klaus Weidner, für die Einführung und für die Vorstellung. Ich lese gerade Florian Illis, das Buch 1913, und an einer Stelle beschreibt er, dass Marcel Proust diesen Weltbestseller auf der Suche nach der verlorenen Zeit selber vorstellen musste, weil keiner so richtig Interesse daran hatte zunächst. Er hat 2000 Francs bezahlt, um in das Journal der Debatte zu kommen und hat im Figaro selber eine Buchbesprechung gemacht, unter Pseudonym natürlich, mit dem Kernsatz am Ende, es sei ein kleines Meisterwerk. Das hat Herr Faltin nicht nötig. Er hat auch ein Meisterwerk vorgelegt mit dem Buch, das wir heute hier vorstellen wollen, aber er muss nicht wie Marcel Proust unbedingt selber das vorstellen, sondern wir wollen das gemeinsam machen. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir ein wenig miteinander diskutieren, Fragen stellen, eine Frage- und Antwortrunde,
Herr Valtin hat auch ein paar Slides vorbereitet, die wir gerne zeigen würden. Und dann würden wir Sie gerne mit ins Gespräch hineinnehmen. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Ablauf. Der Vorsitzende der Stiftung, Klaus Weidner, hat, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, ist natürlich für Herrn Professor Valtin ein wichtiger Coach und Begleiter. Er war selber ja im Vorstand von Bräuninger. Ich freue mich sehr, dass Helga Bräuninger auch heute hier ist. Und Herr Weidner macht das alles sozusagen in seiner Freizeit jetzt, Herrn Professor Valtin zu helfen. Wir beide haben auch Berührungspunkte. Herr Professor Valtin hat nämlich in Konstanz, an der Universität Konstanz, seine Doktorarbeit abgeschlossen, als ich anfing zu studieren dort, an dieser wunderbaren Universität. Später haben wir noch einen Berührungspunkt, als ich dann im Regierungsamt war und in der Bundesregierung zuständig war für die Mittelstandspolitik und für die Startups. Ich war auch Aufsichtsratsvorsitzender der damaligen Mittelstandsbank, die heute zur KfW gehört. Und in der Zeit von 1998 bis 2002, als wir sehr viel für Startups getan haben, es platzte dann die Internetblase, das war gar nicht so einfach, trotzdem dabei zu bleiben und die Startups weiterhin zu fördern, aber wir haben das durchgehalten. In derselben Zeit haben Sie ja das Labor Entrepreneurship gegründet. Und auch das ist ein Berührungspunkt für unsere beider Biografie. Und natürlich lese ich mit großem Interesse Ihre Werke. Das ist ja nicht das erste, das Sie veröffentlicht haben. Aber ich muss Ihnen dazu sagen, ich trinke auch gerne Ihren Tee. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einsteigen. Vielleicht gehen Sie ein bisschen auf die Kernsätze des Buches, Ihre Idee, Ihre Philosophie ein. Meine Einstiegsfrage wäre, wer ist für Sie Goliath und wer ist für Sie David? Und was muss sich ändern, damit wir in die richtige Richtung marschieren? Vielleicht wollen Sie das einfach mal zunächst angehen. Ja, wer ist David und wer ist Goliath? Ich denke, Ökonomie machen wir alle, können wir alle, haben wir eine Meinung dazu. Aber es gibt ein paar, die machen aus der Ökonomie ein sehr enges Feld. Und das heißt Gewinnmaximierung. Und wenn ich Gewinnmaximierung an die erste Stelle setze, und leider lernen das heutzutage die Studenten schon im ersten Semester, als ich studiert habe, war das noch ein bisschen offener, da hieß es so, die Ökonomie ist die Dienerin des Menschen. Heute in der BWL ist das schon mehr zur Sache oder angeblich zur Sache. Gewinnmaximierung. Wenn Gewinnmaximierung das oberste Prinzip ist, dann folgt daraus logisch, dass die anderen nicht das oberste Prinzip sind. Nämlich die Produkte, die Mitarbeiter, die Umwelt, die Hersteller, sowas. Also diese Verkürzung, diese Beschränkung auf Gewinnmaximierung ist einerseits ein Stück, behaupte ich mal, Tod der Ökonomie, obwohl es um Gewinne geht. Denn es ist andererseits auch so, dass man mit dieser Orientierung sehr mächtig wird. Wenn man tatsächlich alles ausrichtet auf Gewinnmaximierung und die Menschen spielen mit unter dieser Voraussetzung, wenn sie mitspielen, dann entsteht ein Machtpotenzial auf der anderen Seite, was sozusagen als Goliath endet. Das machen nicht alle Unternehmen so und man muss auch ein bisschen gucken, in der PR sagen alle, uns liegen die Mitarbeiter am Herzen, natürlich nur die besten Produkte, da zwingt uns schon der Wettbewerb dazu und natürlich ist die Natur wichtig. Aber wenn wir dann gucken, was wirklich passiert, gibt sich ein anderes Bild. Und das würde ich gerne ein bisschen kennzeichnen, vielleicht in dem ersten Teil sagen, Bestandsanalyse, was haben wir denn eigentlich im Moment vor uns? Also was finden wir vor? Als ich Kind war, war das Märchen vom Schlaraffenland ein echtes Märchen. Und ein wirkliches Märchen, weil wir nicht im Traum uns hätten vorstellen können, dass das mal irgendwann Wirklichkeit wird, geschweige denn in unserer eigenen Generation Wirklichkeit wird. Und so 20, 30 Jahre später, 70er, 80er Jahre, kann man sagen, war der Mangel beseitigt. Jedenfalls die Grundbedürfnisse waren erfüllt. Und eigentlich hätte man die Glocken läuten müssen und sagen, da ist eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Es ging immer um Mangelbeseitigung. Schwere körperliche Arbeit, Krankheiten und was diesen Mangel alles so ausgemacht hat. Und dann war der eigentlich weg. Und dann kann man fragen, was heißt denn das für die Ökonomie?
Und es gab Leute, die sich diese Frage gestellt haben. Keynes ist der berühmteste davon. Der hat einen Aufsatz geschrieben 1930, so quasi über die Zukunft der Ökonomie, und hat gesagt, es ist absehbar, dass der Mangel beseitigt ist. Er hat das vorhergesehen, 50 Jahre vorher. Mit dem technischen Fortschritt, mit dem organisatorischen Fortschritt sind wir in der Lage, diesen Menschheitstraum zu erfüllen. Nach allen historischen Maßstäben leben wir heute im Überfluss. Jeremy Rifkin, der Zukunftsforscher, sagt, wir leben heute in einem Standard, also ein normaler Mensch der Mittelklasse lebt in einem Standard von Königen und Kaisern vor 400 Jahren. Also der Mangel ist beseitigt. Was bedeutet das für die Ökonomie? Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Kann man sagen, naja, halt, wir brauchen weiter Lebensmittel und der Ersatzbedarf, die Waschmaschine geht kaputt und so. Aber die Ökonomie wird Nebensache. Und so hat das Keynes auch gesagt. Die Ökonomie wird zur Nebensache werden und wir werden die Chance haben, uns wichtigeren Dingen zuzuwenden als diese Tortur von Arbeit und immer Wiederholung und so. Und tatsächlich in der Geschichte gab es ja schon mal Glückliche im alten Griechenland, wenn sie zur Oberschicht gehörten, oder im Römischen Reich, wenn man zur Oberschicht gehörte, oder fast schon auch die Normalbürger, dass die Arbeit haben die anderen gemacht, die Sklaven, die Kriegsgefangenen, sowas. So, wie gehen wir damit um? Irgendwie. Wie gehen wir damit um? Alle reden über die Zukunft der Arbeit, reden wir doch mal über die Zukunft der Unternehmen. Ich habe schon gesagt, eigentlich haben die Unternehmen ihren Zweck erfüllt. Wir brauchen sehr viel weniger Ersatzbedarf und solche Sachen. Und in der Tat, sagt Keynes und Jeremy Rifkin, die Unternehmen sitzen in der Falle. Sie haben immer weniger zu tun. Das heißt, der Wettbewerb unter den Verbleibenden verschärft sich immer mehr. Und Rifkin hat ein dickes Buch geschrieben mit einem bisschen schwierigen Titel, die Null-Grenzkostengesellschaft. Was passiert, wenn immer mehr technischer Fortschritt kommt? Die Herstellungskosten gehen gegen Null. Und tatsächlich, wenn wir heute gucken, so ein Glas, was hier auf dem Tisch steht, das kostet ein paar Cent in der Herstellung. Also ungefähr gegen Null. Und bei der Telefonie haben wir sogar die Null schon. Wir können heute mit dem Rest der Welt praktisch kostenlos telefonieren. Auch im Menschheitsraum, der in Erfüllung gegangen ist. Die Unternehmen sitzen in der Falle. Sie haben nichts mehr zu tun. Sie haben immer stärkere Konkurrenz. Die Grenzkosten gehen gegen Null. Wie soll man da noch Geld verdienen? Eigentlich das Ende. So, jetzt wissen wir alle, so ist es nicht gekommen. Warum eigentlich nicht? Wie haben es die Unternehmen geschafft, aus dieser Falle herauszukommen? Ich mache jetzt kurz zwei Antworten, wissen wir alle. Erstens, neue Bedürfnisse wecken. Der Mangel ist zwar beseitigt, aber nur so, kann man weitermachen. Wir wollen weitermachen wie bisher. Der Mangel wird künstlich erzeugt. Das hat ein Problem, das wissen wir alle. Wir leben schon über den Möglichkeiten unseres Planeten hier in Deutschland, die Amerikaner noch viel mehr, auch die anderen sind auf dem Weg dorthin. Die großen bevölkerungsreichen Länder, Indien, China, Pakistan, Indonesien und diese Schwellenländer in Asien, wenn die unser Konsumniveau zum Vorbild nehmen, und das tun sie, und zwar bedenkenlos und kritiklos, wir sind das Vorbild, dann überfordert das diesen Planeten, und zwar egal, ob sie ein konservatives Klimamodell oder ein nicht so vorsichtiges Klimamodell nehmen, ist überfordert, das ist eigentlich klar. Wir laufen gegen die Wand, wir laufen in eine Katastrophe, sehenden Auges, wir wissen es, aber was tun wir? Wir klagen darüber. So, was tun die großen Unternehmen? Die sagen, wir brauchen Wachstum, wir wollen Wachstum, wir wollen Gewinne machen, wir wollen sogar Gewinne maximieren. Das nenne ich die Goliaths. Das passt nicht in unsere Zeit, das passt nicht auf diesen Planeten. Wir können nicht einfach weitermachen. Alle Weisheitslehren, alle Religionen, alle Philosophen haben gesagt, ein geglücktes Leben besteht nicht daraus, immer mehr Güter anzuhäufen. Das ist eigentlich Konsens, egal ob Islam oder welche der Weisheitslehren auch immer. Ich nehme mal Nestle nur als Beispiel. Sie wissen, da wird das Grundwasser ausgepumpt in Ländern, die das dringend brauchen, und dann wird das Wasser sehr viel teurer weiterverkauft. Pure Life.
Ein erster Punkt, wo wir aktiv werden können, und da brauchen wir nicht ein Unternehmen gründen, heißt Leitungswasser. Flaschenwasser ist nicht besser. Stiftung Warentest zum wiederholten Mal hat gesagt, Flaschenwasser ist nicht besser. Es ist eher der Verdacht mit diesen Weichmachern und Plastikflaschen, dass das eher ungesünder ist. Wenn wir Leitungswasser nehmen, haben wir etwas, was sehr viel weniger Ressourcen verschlingt, Faktor 300 weniger, wegen der hohen Transportkosten, Verpackung. Und irgendwas passiert hier von selber. Gut, also das ist klar. Das ist der erste, ist ein erster Weg, David gegen Goliath, machen Sie da nicht mit. Auch wenn das Pure Life heißt, auch wenn das wundervoll beworben wird, auch wenn die besten Grafiker und Designer bezahlt werden können, um das besonders toll zu machen. Machen wir da nicht mit. Und der Trick natürlich ist ein bisschen, dass man sagt, ja, das ist ja nicht nur Wasser, sondern das sind Mineralzusätze. Lesen Sie Stiftung Warentest, diese Mineralzusätze sind weder wichtig, die nehmen wir sowieso auf, die sind auch nicht gesundheitsfördernd. Also man muss unterscheiden, was ist sozusagen Werbesprech und was ist wirklich Sache. Und in Sachen Wasser sind wir bei uns jedenfalls gut bedient, mit Leitungswasser zu arbeiten. Also ein erstes Ding ist, wenn Sie nach Hause gehen, benutzen Sie Leitungswasser, kaufen Sie keine Flaschen mehr, wäre meine Bitte. Wenn Sie unterwegs eine Flasche Wasser brauchen, kaufen Sie sie nicht von Unilever oder Nestle oder wem immer, es ist ja nicht nur Nestle, sondern füllen Sie sie zu Hause mit Leitungswasser ab und tragen Sie sie mit. Das ist ein erster Schritt, der immerhin mit dem Faktor 300 schon bedient ist. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir glauben alle, die Herstellungskosten machen die Kosten eines Produkts aus. Das war früher auch so. Ist es heute überhaupt nicht mehr. Da ist ein Geist drin in dieser Nein. Also, jetzt verrate ich alles schon vorher, wir müssen rückwärts machen. Machen Sie rückwärts. Die Herstellungskosten betragen nur noch einen kleinen Teil dessen, was Sie bezahlen müssen. Selbst das iPhone, wo man denkt, da steckt ja eine Menge drin, ist nur ein Viertel dessen, was Sie bezahlen an Herstellungskosten. Viele Produkte sind sehr viel krasser als nur 1:3. Es gibt einen Menschen in den USA, der Sturm läuft gegen diese Art von Marketing, also Dinge wesentlich zu verteuern durch den Marketingaufwand, der heißt Seth Godin, und der sagt, wie lange wollen wir uns noch gefallen lassen, dass wir für Produkte, von denen wir genau wissen, dass sie nur wenige Cent kosten, große Beträge bezahlen. Also wir können deutlich mit den Preisen herunter, wenn wir diesen Marketing-Rucksack angehen. Und es gibt eine Untersuchung aus den USA, zwischen 1980 und heute hat sich dieser Marketing-Rucksack vervierfacht. Das, was wir heute bezahlen, ist nicht die Herstellungskosten, sondern wir bezahlen diesen riesigen Marketing-Rucksack. Vielleicht, dass wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Einschnitt machen und sagen, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, dass wir heute im Wesentlichen Verschwendung betreiben in Sachen Marketing, diese dunkle Seite des Marketing, das zu Markte tragen, ja, wie komme ich denn an die Ware ran? Das ist immer preiswerter geworden. Transport ist effizienter, die Kommunikation ist effizienter und so weiter. Also diese Kosten des, was macht es denn aus, dass ich die Ware zum Kunden bringe, die sind immer weniger geworden. Tante-Emma-Laden war viel kostenintensiver als heute ein Discounter. Was teurer geworden ist, ist diese Verkaufsmaschinerie. Früher war Herstellung der Engpass, Stahl brauchte man. Da war Stahl ein Engpass, die ganze Welt hat sich um den Stahl gerissen und man musste den irgendwie vertreiben. Heute gibt es die meisten Produkte im Überfluss und das Verkaufen ist der Engpass. Und da wird eine riesige Verkaufsmaschinerie aufgefahren und ein riesiger Marketing-Rucksack aufgebaut, um den Verkauf zu forcieren. Und zurück, da sind wir in der falschen Richtung. Wir müssen nicht den Verkauf forcieren, sondern wir müssen den Verkauf eigentlich einschränken. Wir müssen ein Stück an den Konsum ran. Noch ein letzter Satz. Alle sagen, ja, wenn du laut sagst, wir müssen weniger konsumieren, bist du erledigt. Bist du als politische Partei erledigt, bist du als Politiker erledigt und sonst auch. Umso wichtiger ist es, dass es mal laut gesagt wird, wenigstens von jemandem, der nicht abhängig ist jetzt von den Wählern oder sonst jemandem.
Wir müssen an den Konsumer, und das wird uns nicht ganz leicht fallen, aber den Marketing-Rucksack anzupieksen und wegzulassen, das ist ein erster Schritt und ein erheblicher Schritt. Also denken Sie daran, wenn wir 1:3 haben, wenn wir die drei Teile deutlich zusammenschrumpfen können, dann haben wir einen ersten Schritt getan, den Verbrauch von Ressourcen deutlich einzuschränken. So, soweit sozusagen zur Bestandsaufnahme. Herr Professor Walding, können Sie trotzdem nochmal das nächste Slide, weil Sie ja, wie die Technik uns gezeigt hat, auf das Thema, was das in den Relationen ausmacht, zu sprechen kommen? Da sehen Sie auch, also die Fabrikkosten sind 13% des Preises des T-Shirts. Darunter die Lohnkosten 1%. Da kann man natürlich sagen, da schreit ja nach Fairtrade, verdoppeln wir die Lohnkosten oder verfünffachen wir die Löhne. Das, was wirklich das Textilprodukt teuer macht, sind der Handel und die Markenwerbung. Wobei ich in diesem Beispiel glaube, dass das deutlich untertrieben ist. Ich glaube, dass das in Wirklichkeit viel höher ist. Aber selbst in diesem Beispiel sehen Sie, 75% sind nicht Herstellung, sondern sind dieser Marketing-Rucksack. Aber können Sie denn jetzt, das nächste ist Red Bull, das passt ja genau zu dem Thema Marketing. Also das super Beispiel für die These, Marketing-Rucksack heißt Red Bull, und zwar deswegen, weil Red Bull überhaupt nichts herstellt. Die machen nur das Marketing. Das Getränk wird hergestellt in irgendeiner Brauerei in Österreich, die Dosen kommen aus England und Red Bull macht nur das Marketing und Mateschitz, der damit sehr reich geworden ist, über ein thailändisches Produkt. Er hat die Lizenz für Europa erworben und hat daraus ein riesiges Marketing gemacht und dieses Marketing hat es in sich und Sie sehen ein Produkt, das nur Marketing ist. Es gibt viele Energy Drinks, da ist im Wesentlichen Koffein drin und Zucker und noch ein paar andere Stoffe. Aber im Wesentlichen ist es Koffein und Zucker, das kann man natürlich sehr viel preiswerter herstellen. Viele machen das auch, aber sie kommen gegen diese Marketingmaschinerie nicht an. Und Mateschitz sagt fairerweise selber, es ist alles Marketing. Es kommt nicht auf das Produkt an. Da müssen wir nicht mitmachen. Das ist ein extremes Beispiel, aber im Kern gilt dieser Aspekt, dass das Marketing viel zu viel Platz einnimmt, auch für die meisten anderen Produkte. Prima. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in der zweiten Runde uns mal der Frage nähern, was wir denn tun können, um aus dieser Falle herauszukommen, ohne dass wir sozusagen auf die Qualität des Lebens verzichten müssen, die auch erarbeitet worden ist. Ich möchte daran erinnern, dass ein Gewerkschaftsführer, Otto Brenner, 1972 in Oberhausen, das erste Mal die Qualität des Lebens angefangen hat zu diskutieren. Und das ist jetzt fast 50 Jahre her, danach kam der Club of Rome. Und diese Qualitätsdiskussion ist da ein bisschen verloren gegangen. Die müsste man eigentlich wieder entdecken. Also wie kann man die Qualität des Lebens so erhalten, ohne den Planeten zu ruinieren? Also ich sage immer, alle Weisheitslehren, egal aus welcher Richtung und aus welcher Zeit und welcher Kultur, sagen, ein Mehr an Konsum führt nicht zu einem geglückten Leben. Also darauf können wir festbauen. Auch wenn uns die Industrie was anderes sagt oder bestimmte Teile der Industrie uns was anderes sagen und diese Bedürfnisse herauskitzeln wollen und auch erfolgreich herauskitzeln, das muss man sagen. Es geht auch anders. Also ein wichtiger kultureller Punkt wäre zu sagen, hören wir auf, geglücktes Leben. Das Wertvolle ist geglücktes Leben, das Wertvolle ist nicht Konsum und das Anhäufen von Gütern. Und Sie wissen, die Erben kommen und schmeißen den ganzen Krempel in den Abfall. Es gibt einen Satz von Götz Werner, den ich sehr gut finde. Das Dümmste ist es, reich zu sterben. Das ist übrigens auch kulturell, kulturübergreifend. Es gibt eine chinesische Milliardärin, eine Frau, die in wenigen Jahren über ein Startup so reich geworden ist. Und von der stammt der Satz, steht auch im Buch, keiner will hier als der Reichste auf dem Friedhof liegen. Keiner will hier als der Reichste auf dem Friedhof liegen. Also geglücktes Leben, nicht anhäufen und dann so. Das ist natürlich
ich glaube, das leuchtet jedem ein. Trotzdem gibt's ja, ist es doch eine sehr, für uns, also eine sehr elitäre Ansicht. Es gibt ja viele Menschen, die können sich viele Dinge noch nicht leisten. Insofern, wenn man denen das so sagt, dann reden wir nicht über Reichtum, sondern darum, dass sie ihren Alltag meistern können. Das sind immer noch viele Menschen, auch wenn wir ein wohlhabendes Land sind. Das heißt, man muss versuchen, gerade die Menschen auch zu erreichen. Und da fand ich in Ihrem Buch sehr spannend und sehr interessant, dass Sie vom Citizen Entrepreneur gesprochen haben. Also von der Frage, wie man Ökonomie von oben ersetzen kann durch Ökonomie der vielen. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern und ein bisschen ausarbeiten. Ja, vielleicht dazu auch ein Slide. Ich behaupte, wir sind heute an der Stelle, wo wir in der Politik mit dem Hambacher Fest waren. Das ist der Vormärz, und der Punkt war, dass immer mehr Menschen, Intellektuelle, Studenten, Bürger, reiche Kaufleute, unzufrieden waren mit der Politik der Fürsten. Kleinstaaterei und die Aufklärung wurde verfolgt als Demagogie und solche Sachen. Und der Wunsch war, neben diese Interessen der Fürsten und ihrer Generäle andere Sichtweisen zu setzen. Der Fürst denkt so in Landgewinn, in Opportunität, ob es sinnvoll ist, momentan einen Krieg zu führen, ob das chancenreich ist. Der General träumt davon, eine Schlacht zu gewinnen und auf einem Denkmal zu stehen. Eine Mutter mit Söhnen denkt anders. Sie bringt andere Sichtweisen ein. Sie bringt andere Interessen ein, sie bringt andere Motive ein und sie wird auch andere Lösungen bevorzugen, wenn sie die Möglichkeit hat, mitzustimmen. Also der Ruf nach mehr Partizipation in der Demokratie war nicht, weil das immer gesagt wird, ja, Herr Faltin, woher nehmen Sie denn den Optimismus, dass Ihre Unternehmer, dass Ihre Entrepreneure besser sind als die, die jetzt dran sind? Da sage ich, das sind keine besseren Menschen. Aber sie sind wahrscheinlich die besseren Unternehmer, weil sie andere Sichtweisen einbringen, weil sie andere Interessen einbringen, weil sie wahrscheinlich nicht als oberstes Prinzip Gewinnmaximierung einbringen. Es gibt eine Untersuchung hier an der Freien Universität vor ein paar Jahren, da kommt heraus, den meisten Startups geht es um sowas wie Selbstverwirklichung, stolz sein auf das Produkt. Ich spreche von Ideenkindern, gerade als Mann, ein Ideenkind in die Welt setzen und zusehen, wie das lebendig wird. Es entsteht im Kopf und wird lebendig und dann wird es Realität und man muss es beschützen, es ist klein und angreifbar und dann wächst es und man ist stolz darauf. Ich bin stolz auf die Produkte, mit denen ich da Ökonomie betreibe. Also diese Neuen, die da dazukommen, wir, diese Davids, haben andere Interessen als die, erlauben Sie mir den Vergleich, die Wirtschaftsfürsten und ihre Generäle, die CEOs. Wiederum, das ist hart schwarz-weiß gezeichnet. Ich kenne viele Unternehmen, vor allem auch aus dem Mittelstand, die sehr stolz auf ihre Produkte sind, zu Recht, die in ihrem Dorf quasi der König sind, die hoch anerkannt sind, wo die Mutter noch als Putzfrau in der Firma arbeitet und der Sohn sagt, du, wir sind jetzt Millionäre, du musst hier nicht als Putzfrau arbeiten. Und sie sagt, lass mich doch was machen, ich mache so gerne mit. Lass mich das machen. Und das ist natürlich im Dorf hoch angesehen. Die Leute sind begeistert. Und da ist jemand, der hat hohe Anerkennung. Der muss nicht nach Monaco und Steuern hinterziehen oder eine tolle Yacht irgendwo fahren, sondern er kriegt in seiner Community hohes Ansehen. Und das macht ihm Spaß. Und ich habe gehört, dass dann, wenn es schlecht geht in der Konjunktur, Arbeiter kommen, Mitarbeiter kommen und sagen, du hör mal, wir spüren ja, das läuft nicht so gut. Wir gehen jetzt mal in unbezahlten Urlaub, wollte ich schon immer lange mal, und sagt Bescheid, wenn es wieder besser geht. Wir wollen ja nicht, dass die Firma kaputt geht. Völlig anders als in Konzernen. Große Anzahl, innere Kündigung, 10-15%, sagt Gallup-Umfrage, sagen, ja, tolle Arbeit, bin ich gerne. 10-15%, die anderen sind entweder teilnahmslos, bis hin zur inneren Kündigung, bis hin zu wütend auf den Verein zu sein. Also wir können es besser. Wir können es besser. Ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen, kann man glaube ich sagen, das Asset der deutschen Wirtschaft, dass 31 Millionen der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer von 44 Millionen in mittelständischen und kleinen Betrieben arbeiten und die ja ganz offensichtlich eben solche Identitätsflächen schaffen.
Das ist, glaube ich, ein Vorteil unserer Volkswirtschaft. Aber das ist ein Riesenpunkt und deswegen rede ich auch von den Goliaths und nicht von der Ökonomie oder die Wirtschaft, sondern das ist eben sehr stark in diesen Großunternehmen, die von ihren Shareholdern, zum Teil ja auch Ausländer, auch viele USA-Firmen dabei, auf Verzinsung pochen. Sie wissen, Ackermann hat gesagt, wir können nicht weitermachen wie bisher. Deutsche Bank verzinst sich, das Kapital viel zu niedrig. Wir müssen auf eine zweistellige Verzinsung. Das war so der Anfang der Schwierigkeiten der Deutsche Bank. Von dahin ging es bergab. Bis dahin war die sehr solid und hoch angesehen. Und dann war dieses Gewinnmaximierungselement, das so mehr aus internationalem Druck auch kam. Und dann ging es bergab. Also wir müssen uns dieser Gewinnmaximierungslogik entgegensetzen. Und ich glaube, die meisten von uns, wenn sie jetzt an Ökonomie denken, denken nicht an Gewinnmaximierung. Gewinne sind gut. Ich sage nichts gegen Gewinne. Also Motivation, der was leistet, der Risiken eingeht, soll auch dafür belohnt werden. Aber nicht Gewinnmaximierung und schon gar nicht als oberstes Prinzip. Und die meisten Menschen, die ich kenne, haben da andere Werte. Vielleicht auch Egoismen, anerkannt zu werden, der Tollste zu sein im Dorf oder so. Aber sie haben nicht dieses egomanische Gewinnmaximierung oder Silicon Valley, erst wenn du 1 Milliarde Unternehmenswert hast, giltst du was. Das ist verrückt. Das ist etwas, was wir hier nicht übernehmen sollten. Ja, darüber müssen wir jetzt auch sprechen, weil es gibt ja gerade im Silicon Valley Startups, die vor 20 Jahren angefangen haben oder 15 und heute Weltkonzerne sind. Nehmen wir Mark Zuckerberg, der gerade in Berlin war und versucht zu erklären, dass er dringend Regulierung braucht, weil sich sein Unternehmen wie eine Krake in die Gesellschaft gefressen hat und er gar nicht weiß, was das alles auslöst. Und wie gehen wir da? Es ist ein Startup-Unternehmer, der in Harvard anfing, eine Idee zu haben, dann alles getan hat, beim Aufbau seine Gründungspartner rauszubringen, damit sie beim Börsengang nicht mitverdienen. Und dann hat er den Börsengang gemacht und jetzt ist Mark Zuckerberg sozusagen Alleinherrscher in einer fast monopolartigen Situation, was dieses Segment angeht. Wie gehen wir mit Startups um, die solche Wege gehen? Also mein Eindruck ist, wir erleben natürlich heute, dass die unternehmerischen Chancen neu verteilt werden. Ich sage immer, im digitalen Zeitalter werden die Chancen nochmal neu verteilt. Das sieht man an solchen Startups. Früher brauchten Unternehmen Jahrzehnte oder Generationen, denken Sie an die Buddenbrooks, die brauchten Generationen, bis sie in der Lage waren, international eine Rolle zu spielen und dann vielleicht sogar in ihrem Feld führend zu werden. Heute ist das anders. Wir haben heute auf Klick praktisch das gesamte Wissen der Welt zur Verfügung. Das war früher nicht. Die meisten Unternehmen hatten immer irgendwelche Betriebsgeheimnisse oder Bezugsquellen oder Absatzmärkte, die sie auch gut geheim hielten und von denen sie profitierten. Heute ist das Wissen im Grunde genommen auf Knopfdruck zur Verfügung. Das ist neu. Das ist erst im digitalen Zeitalter. Die Kommunikation ist anders als früher. Sie können praktisch planetumspannend kommunizieren und alle möglichen Geschäftspartner, Bezugsquellen, Komponenten, die Sie brauchen, in Ihrem Unternehmen hinzuziehen. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Natürlich ist die Arbeitsteilung weitergegangen. Wir sind in einer hocharbeitszeitigen Gesellschaft. Die Vorstellung eines Unternehmens als ein Gebäude mit Maschinen, mit Mitarbeitern, mit Büros ist Vergangenheit. Sie können heute, Raphael Kugel könnte uns das erzählen, ein Unternehmen vom Küchentisch ausführen, praktisch mit dem Laptop und alles aus Komponenten zusammensetzen. Wie ein Komponist auch Noten hat, er hat Orchesterspieler, er hat den Konzertsaal und seine Aufgabe ist es, etwas Neues zu machen. Und so kann man heute Ökonomie betreiben. Das ist was völlig anderes wie früher. Deswegen verwende ich auch den Begriff Unternehmertum nicht so. Der ist so belastet, erstmal stark männlich, Stück weit autoritär, Alleskönner, auch Allesmacher, morgens der Erste im Büro, abends der Letzte, gleichzeitig Manager sein, also das Kapital auftreiben, sich mit der Politik irgendwie gut stellen. Diese Rolle des Unternehmers aus der Anfangszeit oder bis in die vielleicht letzten 20, 30 Jahre ist nicht hilfreich. Sie können heute tatsächlich vom Küchentisch aus Ihr kleines Unternehmen führen. Das ist ein Unterschied.
Herr Professor Breitling, ich weiß nicht, ob Sie noch Slides haben, die wir jetzt zeigen sollten, weil ich nämlich gerne dann auf einen anderen Baustein kommen wollte. Wir können mal überleiten zu der Frage, wie ist das denn mit dem Citizen Entrepreneurship? Genau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, andere Akteure. Was können wir tun? Genau. Ja, also wir brauchen andere Akteure. Wir brauchen Akteure, die nicht Gewinnmaximierung an die erste Stelle setzen, sondern so wie in der Politik auch nach 1832 folgende andere Sichtweisen, andere Interessen einbrachten. Das habe ich gesagt. Ja, Citizen Entrepreneurship, was können wir tun? Das ist genau die Frage. Sie haben ja angedeutet, man kann natürlich am eigenen Konsumverhalten arbeiten. Man kann auch daran arbeiten, dass man Qualitätsunterschiede bei Produkten beachtet. Also ich sag mal, ein aufgeklärter Verbraucher ist. Auch das sind ja alles Dinge, die man angehen kann. Aber vielleicht können Sie doch zu Ihrer Aktivität, das ist ja ein wunderbares Beispiel, wie Sie zum größten Importeur von Darjeeling-Tee geworden sind. Wenn Sie das nochmal aufzeigen, wie das gewesen ist. Sie haben ja mit Studenten angefangen, einfach zu arbeiten, wie gründet man ein Startup? Und dann ist das daraus geworden. Ja. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Also man denkt ja, da gibt es Unilever und gibt es Twinings und in Deutschland die Teekanne und Book Bonds und alteingesessene, berühmte britische Firmen im Teehandel. Und ich hatte von Tee keine Ahnung und war selber Kaffeetrinker, trinke heute noch morgens Kaffee. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir heute, früher unmöglich, aber heute eine Chance haben, gerade von außen, unbeeinflusst von dieser Art der herrschenden Denke in der Betriebswirtschaftslehre, etwas zu erreichen. Du cut a long story short, ich habe herausgefunden, der Marketing-Rucksack, so würde ich das heute nennen, war bei Tee besonders hoch. Und ich war viel in dritten Weltländern gewesen, ich war natürlich auch in Indien gewesen, ich war in Tansania gewesen, in Kenia wird überall Tee angebaut. Und ich habe festgestellt, das, was die Plantage für den Tee bekommt, ist ungefähr ein Zehntel dessen, wie der Tee hier verkauft wird. Und das ruft natürlich das Interesse eines Ökonomen hervor, wieso verteuert sich der Tee derart stark? Ich erinnere daran, in der Wirtschaftsgeschichte wurde immer gestritten, was darf der Händler draufschlagen auf den Herstellungspreis? Und es gab so eine vage Vorstellung, 10%, die Kirche hat da immer mitgeredet, und schon bei Aristoteles steht das, so immer so eine vage Vorstellung, so 10% darf er bei manchen Produkten mehr, bei manchen Produkten weniger. Aber es gab immer so eine, der Zehnte geisterte so durch die Wirtschaftsgeschichte, der Kaiser, der darf den Zehnten bekommen und so. Also da sind wir von 1 auf 100, auf 1,1, aber nicht auf 10. Also ich habe geguckt und das Ergebnis war, es hat einfach beim Tee viele Zwischenhändler. Weil Tee, als gutes Teegeschäft glaubt man, muss viele Sorten haben. 100 Sorten, 150 kommen leicht auf, wenn Sie alle Teesorten aufnehmen, so auf 300 und mehr Sorten. Wenn man so viele Sorten hat dann, und eine Sorte ist ausverkauft, dann will man 3 oder 5 Kilo mehr haben. Sie können nicht eine Tonne von einer Sorte, da haben Sie ja 300 Tonnen, da haben Sie vorne ein kleines Geschäft und hinten die Hamburger Speicherstadt. Also macht eigentlich Sinn, dann in kleinen Mengen zu handeln. Das heißt, sie landen beim Großhändler, der Großhändler muss auch das Lager halten, der landet beim Importeur und der beim Exporteur und der kauft dann der Teebörse und die wird beliefert von den Plantagen. Das habe ich dann im Laufe der Zeit herausgefunden, was man dann mit Internet und auch wenn man, selbst in der Bibliothek der Freien Universität habe ich eine Menge über Tee gefunden, was man gar nicht so erwartet. Also, der Punkt, der entscheidende Punkt war eigentlich nicht beeindruckt zu sein von diesen Firmen, sondern zu sagen, irgendwas ist da doch verrückt. Irgendwas scheinen die doch völlig falsch zu machen, wenn die den Teepreis so hoch bringen. So, und das war mein Vorgehen. Und je länger ich geguckt habe, desto mehr habe ich gestaunt, wie einfallslos und wie konventionell es zugeht und dass eigentlich die britische Kolonialarchitektur immer noch in dem Teehandel drin war.
Ja, genau, das ist, Sie haben im Grunde jetzt dazu geführt, dass Sie sich für den Brexit entschieden haben, weil das, Sie haben gemerkt, dass da einer aus Deutschland kommt, der geht dahin zu den Teebauern, macht mit ihnen faire Preise, macht keinen Marketingrucksack und gar nichts, und das große Commonwealth, die Briten, die ohnehin ja nur noch finanziert haben, gearbeitet haben, andere, die waren jetzt auf einmal sauer, weil sie den Tee nicht mehr zu dem Preis kriegen und nicht mehr konkurrieren können mit ihnen. Sie haben, habe ich mir sagen lassen, inzwischen 200.000 Kunden, stimmt das? Über 200.000 Kunden und 400 Tonnen, über 400 Tonnen Tee im Jahr. Damit sind wir nach Angaben des Tea Board of India mit Abstand der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee. Ja. Und da hinten Nummer 1 Tee auf der Welt. Ist hier irgendjemand, der noch nie seinen Tee getrunken hat? Ja. Können Sie mal den beiden dann noch ein Päckchen schicken, dass sie auch wissen, dass das ein guter Tee ist? Also ich finde das ein wunderbares Beispiel, weil ich habe auch in Konstanz Wirtschaft und Jura studiert und ich weiß genau, was in BWL gelehrt wird. Sie gehen makroökonomisch heran, Sie haben aber nicht nur die Lehre gemacht, sondern haben auch Studenten genommen und gesagt, wir gucken uns das mal vor Ort an, reden mit den Bauern, und wie ich hörte, als wir uns darüber unterhalten haben, haben Sie beim ersten Besuch gesagt, schickt mir mal einen Container. Ja, also das war nicht so ganz einfach. Ich hatte erklärt, dass ich Hochschullehrer bin und das mit meinen Studenten machen will. Daraufhin hatten wir Schwierigkeiten. Also das dauerte eine Weile, bis wir den ersten Container kriegten, aber wir kriegten ihn dann. Und meine Studenten, also ich war kein Deut besser, eher schlechter als die. Wir waren keine guten Organisatoren. Es war am Anfang ein Riesenchaos. Und ich will damit sagen, man muss eine gewisse Respektlosigkeit, also im positiven Sinne Respektlosigkeit haben, dass diese großen Firmen, die ja so allmächtig aussehen, Goliath, nicht? Da kommt der kleine David gegen den Goliath, und diese Goliaths sind etwas abgestanden, die sind etwas behäbig, die sind etwas zu selbstbewusst, und sie sind vor allem nicht neugierig, wie man es besser machen kann. Obwohl sie natürlich in den PR-Erklärungen, da wimmelt es nur so von Innovation und Flexibilität und Lernfähigkeit, aber sie sind nicht so wirklich lernfähig. Was ja bei den vielen Mitarbeitern, die da in innerer Kündigung sind, auch weiter nicht spannend ist. Ja. Also ich habe das deshalb darum gebeten, dass wir das Beispiel nochmal aufgreifen, weil wenn man über die Frage redet, was können wir tun, dann ist das natürlich ein Beispiel. Sie haben sich ein paar Studenten auf die Seite genommen und gesagt, wollen wir ein Unternehmen gründen? Und dann hat man es gemacht, dann hatte man den ersten Container mit ganz viel Tee. Die Bauern waren eher skeptisch, ob da überhaupt jemals eine Rechnung bezahlt wird. Tatsächlich haben sie das dann vor der FU verkauft mit den Studenten. So fing das an, und heute ist das noch ein großer Importeur. So eine Art Tapetentisch, ja. Und sie haben den Bauern auch geholfen, haben auch Rekultivierungsaktivitäten, die ja immer dazugehören. Man kann ja das Geld, was man da in die ganzen Marketing-Einheiten steckt, auch in Rekultivierung stecken. Sie sehen ja an dem T-Shirt-Beispiel 1% Lohnkosten. Sie können spielend das verdoppeln, ohne dass das irgendwie groß zu Gewicht schlägt. Also wer sagt, wir müssen einen dringenden Ausgleich mit den Entwicklungsländern machen, sonst kommen die zu uns, Wirtschaftsflüchtlinge. Also ich erinnere Willy Brandt und Olof Palme und andere, haben das gesagt, das ist ja wichtig und das können wir auch. Und wenn Sie sich die Kalkulation angucken, kein Problem. Wir müssen an den Marketing-Rucksack ran, der ist unnötig. Wir müssen nicht Marken aufbauen. Wir haben sowieso keine Chance im Markenaufbau, da ist Unilever und Nestle viel besser. Die sind exzellent im Markenaufbau. Jemand, der das verstanden hat, ich habe es im Buch auch beschrieben, ist Warren Buffett. Warum ist der reichste Mann geworden, der erfolgreichste Börseninvestor aller Zeiten, weil er das früh erkannt hat, auf die Marke kommt es an. Diese Firmen leben von ihren Marken. Wenn ich eine gute Marke habe, dann kann ich kleine Herstellungskosten mit einem hohen Preis verbinden, weil die Marke das hergibt, und dann werde ich so richtig reich und dann kann ich noch mehr Geld in das Marketing stecken. Also das ist die Logik eigentlich. Herstellungskosten gering halten, alles was man hat ins Marketing, und die Marke so aufbauen, dass ich wesentlich mehr bekomme, als es mich kostet in der Herstellung. Das ist das Geschäftsmodell.
Und dazu brauche ich Wachstum. Das ist natürlich schön, wenn das jedes Jahr weiter wächst. Nestle, Unilever, das Coca-Cola, das sind diese Marken, in die der Warren Buffett investiert hat und sehr erfolgreich. Das nur zum Verständnis, dass die Marken das entscheidende Gewicht sind, mit denen diese Umverteilung von Einkommen und Vermögen stattfindet. Das ist ja auch der Kern von Umverteilung entsteht ja in diesen Unternehmenssachen und Immobilien. Also da, wenn wir jedes Teil, was wir da rausziehen aus diesem Goliath-Komplex, ist eine gute Sache. Der Christoph Binswanger hat ja die Idee, der sagt, wir alle können mitmachen, Ihr Geldschein ist der Stimmzettel. Also wählen Sie etwas, was vernünftiges Produkt ist, was nicht so einen Marketing-Zirkus hinter sich hat. Und da kann man natürlich sagen, ja, machen wir das, aber wir müssen erstmal die Alternativen zu Nestle und Unilever haben. Und wenn wir die Alternativen haben, dann können wir mit dem Geldschein was bewirken. Wenn es die Alternativen nicht gibt und das Olivenöl einmal von Unilever kommt und einmal von Nestle und großer Zirkus und schöne italienische Bauern, Olivenbauern und Pastamütter, die da, also diese ganze Werbung, die ja dann sehr emotional ist, die auch unter die Haut geht, die toll ist, also muss man sagen, ästhetisch, künstlerisch brillant, da müssen wir etwas entgegensetzen. Da müssen wir ein Stück weit stabil sein und sagen, ich habe selber mit einem Kollegen, der solche Anwesen, diese berühmte Pasta Verde gemacht. Das kann man, wenn man es bei Rewe einkauft, viel preiswerter selber herstellen, obwohl wir ja nicht zu Weltmarktpreisen einkaufen, sondern bei Rewe. Und es ist frischer und besser und hat weniger Konservierungsstoffe und was da alles so drin ist. Also Ökonomie in die eigenen Hände nehmen, das ist ein ganz einfacher Weg. Natürlich ein Unternehmen gründen ist ein bisschen anspruchsvoller, aber auch das nicht. Nehmen Sie meine Studenten und mich, ich war Dilettant. Meine Studenten waren Dilettanten, wir kriegten Anrufe, ist denn jetzt mein Tee unterwegs oder nicht? Und ich sagte, ich weiß es nicht. Meine Studenten wussten es auch nicht. Und Sie wollen ein Hochschullehrer sein, der Ökonomie, Sie sind ja unfähig, Sie sind, ich will nicht wiederholen, was ich da gehört habe am Telefon. Wir waren Chaoten, wir waren nicht, das lernt man auch im Studium nicht, muss ich auch dazu sagen. Ich war ja Fachschaftssprecher der Ökonomen. Ich war immer so für Theorie und Praxis verbinden und dann haben wir den Dekan eingeladen und haben ihm gesagt, wir lernen hier nur Mathematik in Ökonomie, es war damals in Mathematik. Wir lernen nichts für die Praxis. Und da sagte der Dekan, weiß ich heute noch, ja, aber bis Ihr Chef merkt, dass Sie nichts gelernt haben, sind Sie eingearbeitet. Das war seine Antwort. Ja, ich meine... Ich habe die Ehre, in dem Kuratorium des Ifo-Instituts anzugehören. Ich glaube, ich muss denen auch mal ihr Buch schenken, weil das auch noch eine sehr schmale Betrachtung der Ökonomie ist. Was ich noch sagen wollte, es ist natürlich so, dass neben dem Marketing-Rucksack auch die Handelsspannen und die Händler, die Zwischenverdiener, ist das eine Chance mit der Digitalisierung jetzt, weil Sie ja doch viele Anfragen von Kunden online bekommen, ist das eine Chance, möglicherweise Handelsspannen zu vermeiden? Ja, unbedingt. Also Citizen Entrepreneurship heißt für mich nicht nur mit dem Geldschein abstimmen. Das sollten wir alle machen, aber ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, packt mit dem Hersteller. Was die meisten von uns nicht wissen, war für mich auch neu. Wir denken immer, so ein Unternehmen stellt her und verkauft. Das ist heute alles arbeitsteilig. Nehmen Sie Red Bull, und das ist oft so. Irgendjemand stellt das her und ganz andere Leute verkaufen es. Oder irgendjemand macht in Vietnam das Hemd für ungefähr 1 Euro und jemand völlig anderes und macht eine Marke daraus, Van Laak oder C&A und so, und verkauft es teuer. Sie können in Thailand, wissen Sie, ich bin viel in Asien, Indien, Thailand, Philippinen, Indonesien, wenn Sie zu einem lokalen Händler gehen, dann hat er auch immer solche Hemden, die aus irgendeinem Grund nicht abgenommen wurden, zum Teil mit deutschem Verpackung, mit deutschem Weißschild und deutscher Gebrauchsanweisung, und dann kostet das Ding 2 Euro. Und bei C&A, angeblich preiswert, kostet es 12, 15 und bei Van Laak 120. Also wir müssen da nicht mitspielen, wir können es selber. Und zurück zu Citizen Entrepreneurship, wir können natürlich den Hersteller ausfindig machen, das ist keine große Geschichte, Internet, den Hersteller ausfindig machen und zu sagen,
ich habe ein paar Freunde, ich habe ein paar Bekannte, wir würden gerne bei Ihnen direkt einkaufen. Und wir bezahlen Ihnen mehr als Aldi, Lidl, Unilever und Nestle. Das können wir gerne. Es muss auch einen Anreiz geben, dass er an uns verkauft. Also wir können dem mehr bieten und können es natürlich sehr viel preiswerter verkaufen oder verteilen an unsere Freunde, weil wir diesen ganzen Marketing-Rucksack weglassen. Das ist die Chance. Und einige von Ihnen werden das ja schon machen, dass sie sich zusammentun zu Einkaufsgemeinschaften. Das ist das Einfachste. Den Hersteller ausfindig machen und dort direkt einkaufen. Das ist ein kleiner Schritt, was immerhin schon mal diesen Marketing-Rucksack ordentlich anpiekst. Ja, vielen Dank, Herr Professor Faltin. Das wird alles ausgeführt in diesem Buch und das ist die Überschrift ist nicht nur David gegen Goliath, sondern wir können Ökonomie besser und wir können nachhaltige Ökonomie entwickeln und dafür ist dieses Buch geschrieben und der Vorsitzende der Stiftung hat mir gerade gesagt, dass wir jetzt noch eingeladen sind zum Gedankenaustausch, das sollten wir gemeinsam machen, aber das Buch kann man glaube ich auch erwerben und Herr Professor Faltin, Sie sind auch bereit, sind ja jetzt hier 350 Leute da, das alles zu signieren. Ja? Ja, und das geht's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.